schönen guten Tag, willkommen zurück zu Staxel, liebe Leute. Mit der Luri und mit der Yannick, ey. Mit der Yannick, ja. Aha. Mit der Yannick, ey. Das ist komisch, also wie so Mario gerade, so Dingerblöcke. Ja, das ist auch richtig schrecklich. Aber ich weiß nicht, wo die Dachziegel sind. Such mal bitte Dachziegel. Ja, okay, ich such Dachziegel. Das wäre echt cool. Wieder Nacht. Ich brauche uns doch gleich wieder hinlegen, ja. Hast du die Melkmaschine geholt eigentlich, oder? Ja, aber ich glaube, die Kühe brauchen einen Tag, bis die Milch bekommen. Ja, ich denke auch. Ich habe gelesen, Kühe können irgendwie ein oder zweimal am Tag Milch geben. Ein bis zweimal. Milcheinschuss. Nee, doch, da war live, ne? Genau, ich will mal Dachziegeln, Dach irgendwas. Müsste eigentlich hier irgendwo gewesen sein, oder? Nee, das war doch bei Aliza. Fuck it. Ich bin ja immer bei Aliza, aber da steht nirgendwo was mit Dach. Weiß nicht warum, der Bürgermeister hat mir gerade gesagt, dass laut Gesetz in dieser Stadt in jeder Scheune ein Stapel leerer Kisten stehen muss. Alles klar. Oh, ich lagge wieder. Ich kann gerade wieder nichts mehr platzieren. Oh, wieso laggst du denn? Solltest du einmal den Server verlassen und neu connecten. Ja, das kann sein. Heuballen? Nee, hier sind einfach nur so brauner Ziegel. Oh, ja, das sind die Ziegelblöcke, ja. Hier, Phila, was ist denn das denn? Pink Straight. Wir können auch einfach Treppen nehmen, rein theoretisch, aber... Ja, habe ich auch überlegt, ob das nicht Treppen sind, was immer bei uns so dran ist und so. Ja. Wusste ich aber nicht, weil wir haben ja auch ein blaues da. Ich kann mal versuchen, davon... Ich habe jetzt mal 5 davon mitgenommen, einfach nur mal zum Testen. Zu Hause ist, glaube ich, da. So Orangen habe ich mitgenommen. Ich gebe dir die am besten gleich mal, dann kannst du das einmal ausprobieren. Denke ich, ist besser. Ja, jetzt ist sowieso so Tageswechsel fast. Ja, wir können gleich schlafen gehen. Aber ich schlägte die trotzdem mal hier hin. Warte, kann ich die einfach rausdroppen? Ja. Ups. Ja, dankeschön. Bitteschön. Und dann nehmen wir uns schlafen. Ich bin schon da. Ich auch. Oh, geht's ich hau mit. Geht's schön. Oh. Gute Nacht, John Boy. Weil sowieso Strom war, glaube ich. Ja, konnte sein. Frühling hat 16 Tage hier. Ja. So. Und wieder raus, weiter geht's. Achso, wir müssen ja, können ja schon bei. Oh, ist ja schon wieder. Ich vergiss ist es auch. Ist ja immer. Schon soweit. Ich komm nicht raus. Warum stehe ich nicht auf? So, jetzt. Ich kann nicht auf. Erstmal wieder alles gießen. Guck geh schon mir mal. Nicht zu, geh. Geh einfach. Ich komm gleich. Erstmal Blümchen gießen. Und alles. So, Apfelbaum gießen. Hunde gut, haben ist Essen. Lustig hier im Bett. Ich hab doch schon alles gegossen. Achso, hast du schon. Wir gießen einfach 5-mal. Boah, wie dunkel ist hier im... Boah, what the fuck? Guck mal, hier ist Kuhkacke. Wow, Jan. Aufheben, super. So. Kuhdung. Ah, Kuhdung. Wir können vielleicht jetzt auch einfach unsere Sachen besser, also mit Dünger so, natürlich. Oder? Natürlich. Kann ich einfach über den Apfelbaum gießen? Werfen. Oh. Bist du aus dem Bett raus? Ja, okay. Ich bin hier. Ah. Die haben keine Milch und einer der Tröge von den Kühen. Warum ist wolltest leer. Du mir Kuhdung ins Gesicht werfen? Nein, dir nicht. Dir nicht, aber bist du noch im Bett? Ja, nee. Nein, ich bin ganz woanders. Nein, nein. Ja, nee. Bleib mal stehen, dreh dich mal um. Ich kenn dich. Zum Glück bin ich rückwärts genauso schnell wie vorwärts. Ich hol dich ein. Lass mich dich mit Scheiße bewerfen! Sträub dich wo ist mein Wasserball zum Abwehren? Warte. Mist. Wohin habe ich das geworfen? Ich starte echt mal ganz kurz neu, okay? Ja. Ach, Menno, ey. Ich dachte, ich schaff das hier jetzt irgendwie. Anscheinend aber nicht. Aber warte. Oh, wie habe ich den Chat unten links jetzt angemacht, hä? Automatisch, weil Luri verlassen nee. Hat. Ah. Ach so. Aber du kannst ihn auch mit irgendwas öffnen, ne? Boah, Alter, die Kuhkacke fliegt viel besser als der Ball. Ach, die kann man wieder aufheben. Ja. What? Guck, fang. Pfui. Oh. Ich bin gerade irgendwie froh, dass ich nicht da bin. Du verpasst den größten Spaß deiner Zeiten. Mit Kuhkacke werfen. Haben wir eigentlich schon unser Ort hier markiert? Nee, ne, noch nicht, oder? Wir haben zwar eine Lizenz, aber... Was ist das denn für ein Geräusch? Das komische Ding, was hier neben unserer Wohnung steht. Kühe? Spielen, kannst auch gedrückt halten. So, ich bin wieder da. Welcome back! Sollen wir die mal melken, die Kühe jetzt? Geht das irgendwie? Hab ich versucht, ging gerade eben noch nicht. Ah, okay. Versuch's nochmal.
Ne, die haben keine Milch. Okay. Ja, was ist denn jetzt unsere Aufgabe? Ich kann nicht mit den meisten Leuten. Warum sind eigentlich so komische Blöcke drin? Dass die nicht rauslaufen, aber wofür? Ich weiß, die sind einfach da. Oh, Oscar und Ria. Ria kommt zum Angeln wieder vorbei, wahrscheinlich, ne? Ria? Ich will jetzt mit uns angeln. Musst du lernen, die Ruhe zu bewahren. Manche Fische sind ein ziemlicher Brocken. Naja. Okay, ja, die will irgendwie. Ich geh nochmal. Oh, da ist eine Bienenkönigin. Ja, hol sie dir, dann farmen wir Bienen. So, super. Ich gehe das zu Maximilian. Hätte der ja irgendwie noch was Tolles für uns. Irgendeine tolle Hauptquest, die wir machen können, vervollständigen können. Ich farm gerade einfach ein paar Insekten und vielleicht gehe ich nochmal angeln, damit wir ein bisschen Geld wieder in die Kasse kriegen. Wo war unser scheiß Teich nochmal da vorne? Hätten wir nicht einen Teich näher an unserem Haus haben können? Nee, Dom hat sich extra den ausgesucht. Nein! Ich soll ja was bauen, eine Patisserie oder so. Eine Patisserie oder so? Das ist nochmal eine Patisserie, mir sagt das Wort zwar was, aber... Irgendwas... Ja. Was Emilias Haus, ich platziere es mal davor. Irgendwas mit, zum Backen oder so. Kann ich es einfach daneben platzieren, so? Da so hin? Da so? Geht das? Oder da so? Weil man angelt ja echt nur primär Müll. Alge. Oh, was braucht man denn hierfür alles? Zwei Arbeitsplatten, eine Kasse. Egal. Ich lass mal da stehen, ist okay. Kann die ja gerne. Können wir immer mal bauen für die. Maximilians Haus ist fertig. Da war Otzgar. Ein Neonfisch. Ich will auch angeln eigentlich. Voll Bock zu angeln jetzt. Ja, angeln ist schon entspannt. Angeln. Aber wir machen ja irgendwann die große Angelfolge, wo wir irgendwie Fragen beantworten. Ja. Das haben wir ja schon gesagt. Oh, ich kriege ja mit Maximilian. Er kann sein blaues Hasenhandy nicht finden. Was soll ich jetzt nur tun? Mein Leben ist ruiniert. Ich werde danach suchen. Du hilfst mir bei der Suche. Danke, Eddie Art. Bitte bring das so schnell wie möglich zu mir, wenn du es gefunden hast. So. Wir müssen ein blaues... Hasenhandy finden. Ein blaues Hasenhandy? Ja, bitte mal aufpassen, ob ihr ein blaues Hasenhandy findet. Vielleicht irgendwo alles auf klar. Dem Boden liegend oder so. Vielleicht angle ich gleich eins. Also das finde ich aber echt süß eigentlich. Ja. Ich finde das cool, wie Ria zum Angeln einfach immer ins Wasser geht. Naja. Ich habe eine ganz normale Biene, Arbeiterbiene gefunden, Leute. Gut. Vielleicht können wir zusammen da ja so ein paar Dingens aufbauen, so langsam aber sicher. Und verkauft. Ah. Wir können es auch hier eigentlich aufbauen. Ja, hier machen wir, glaube ich, die... Unser Tümpel ist ganz schön verdreckt. Eine leere Dose, eine leere Flasche. Ja, ja irgendwie gefunden. Schon so. Gut. Also Scheune ist... Ich meine, ich kann auch mal gucken. Ich habe halt nicht genügend Geld, aber wir können mal gucken, ob wir natürlich auch noch mal sowas wie... wie uns Kühe, Hühner und so anlegen und Schweine vielleicht und so... Ja, für die Bienen muss man irgendwas bauen, für die Bienenkönigin. Da muss man irgend so ein Ding sich kaufen und bauen und dann kann man die da reinsetzen. Okay, ich weiß nicht genau was. Ich habe auch nur den englischen Namen gelesen, aber irgendwie vergessen deswegen. Achso. Oh, geht ihr mal weg, ihr Kühe, ich will was aufsammeln. Ah. Kannst du nicht so mit unseren freundlich dreinblickenden Kühen sprechen? Ja. Gib mal weg hier. Kronfangschnecke, okay. Hui. Ich glaube, ich gehe nochmal. Hätte ich nicht einmal. Ja. Nee, ich gehe nochmal zur Höhle, da kann ich noch ein bisschen was abfarmen. Dann habe ich vielleicht noch ein bisschen Kohle, um irgendwas Tolles zu kaufen für die Biene oder so dann eventuell. Wandert nochmal. Ich habe doch gesagt, irgendwo hier bei uns geradeaus bis zum ersten. Bis zum ersten Ding oder irgendwie hier war das doch. Die Hunde laufen mir alle hinterher. Wie soll man denn da in Ruhe bauen? Ich habe auch so einen komischen verrosteten Schlüssel gefunden. Ja, habe ich auch schon gefunden. Irgendwas müsste ja gut sein.
Da läuft ein Dom verirrt durch die Gegend. Ja, ich bin im Dingens gerade, im Kartenmodus, aber hier war irgendwo... Ach so. Oh, da ist noch eine Bienenkönigin, du bist daran vorbeigelaufen. Ja, ich bin halt in der Karte gerade. Ich sehe es halt nicht. Da ist eine Höhle, da gehe ich hin. Da ist die Höhle, glaube ich. Immer die Bienenkönigin mitnehmen. Oh, hier ist ein Schmetterling. Ein gelber Schmetterling. Ein wunderschöner Schmetterling. Ein Kaisermantel. Bam, bam, bam. Ich habe so einen Pokémon-Ohrwurm gerade. Bam, 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 bam. Warum? Weiß ich nicht. Ah, hier ist die Höhle. Ja, 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 da ist die Höhle. Ich leg den Schlüssel mal in unser Regal. Oh. Platzieren? Nee, abbauen eigentlich. Wäre cool. So, dann gehe ich ein paar Sachen verkaufen und dann gucke ich mal, ob ich dieses komische Ding für die Bienen hier irgendwo finde. So. Lila Schmetterling. Kisten bringen halt echt viel, um ehrlich zu sein. Das ist schon ganz geil. Aber das Aufsammeln gefällt mir irgendwie nicht. Das ist immer kacke, finde ich. Ja, das ist halt einfach so ein bisschen... Alles manuell geht halt nicht automatisch. Ja. Ist halt schade, wenn ich dann drüber laufen kann oder so. Aber nun gut, muss man eben auch durch. So, knack, knack. Aber dann habe ich vielleicht wieder so ein bisschen 2000 oder so an Geld und dann können wir uns wieder was Tolles leisten. Vielleicht was, so ein bisschen so Hühner-Dinger wäre, finde ich ganz cool. Vielleicht noch Hühner, die wir uns halten können. Ja, das ist schon ganz cool. So, nicht die Bienenkönigin verkaufen. Nee, die musst du behalten. I do this. Ich verirre mich ja wahrscheinlich wieder. Mit Insekten kann man echt gut Kohle machen. Ja, das ist schon echt cool. Ja. Wie habe ich hier sowas von verlaufen, Leute? Sowas von verlaufen. Oh, hochgebackt. Hochgepackt. Oh nein, und jetzt runter, muss ich wieder alles mit dem Inventar nach oben ziehen. Hey. Ja. Ah. So, und hier ist Life. Life gibt mir nochmal was für die Bienen hier irgendwo. Wie viel habe ich davon jetzt? 54. Das ist schon mal viel hier. Da ist ein Bienenhaus. Das kann man kaufen. Oh ja, wie viel ist das? Wie viel kostet das Ding? 690. Ach, ja, könnte geht. Könnte ich gleich holen, so. Ich hab's schon gekauft. Ach so, na dann. Ist so ziemlich das, was ich gerade mit den Insekten verdient habe, von daher. Ach so. Easy going. Setz dich mal uns irgendwo dahin. Guck mal. Ja, einen Baum oder so, ne? Ist das doch wahrscheinlich dafür gedacht, oder? Ne, das ist ein separates kleines Häuschen einfach nur. Ach so. Kann ich irgendwo nebensetzen. Ich werd Imker. Oh. Geil, ey. Lecker Honig. Honig every day. Okay, ich gehe wieder nach oben. Ich finde den Weg irgendwie. Wird nicht so einfach. Da lang? Wirklich nur, das ist so groß wie eine Hundehütte, das Ding. Wo setze ich das denn hin? What the fuck, okay. Da lang nicht. Einfach neben dem Baum hier vielleicht. Da lang. Da lang, da lang. Nein, falsch, oh nein! So, jetzt ist das Ding und da. Ich hab keine mehr. Ich da bestimmt die Bienenkönige irgendwie reinsetzen. Okay. Ich hab keine Ahnung, ob das so funktioniert. Einfach mal machen. Achso, das ist geil. Das ist mein jetzt. Es wird schon wieder Abend, Leute, und ich gehe jetzt nochmal Sachen verkaufen. Google mal nebenbei. Ich gehe Sachen einkaufen, ich gebe gerade nur so viel Kohle aus. Wie im Königin echten Leben immer. Dachsel. Wie im echten Leben. Nichts verdienen, aber alles ausgeben. So. Dann verkaufe ich auch meinen Driss. So ein bisschen. Ich will keine Let's Plays mit Bienenkönigin Dachsel. Hey, ich finde mein eigenes Video sogar cool, aber. Na, ich will mein eigenes Video. Jetzt habe ich nur noch 2000. Ich habe nur noch 500 aktuell.
Aber, ach guck mal, da ist das Bienending, ne? Ich seh's. Also da ist eine Bienenkönigin, jetzt noch eine schon drin. Hi. Hi. Keine Ahnung, wird schon irgendwann irgendwas passieren mit. Gehen wir schlafen schon? Achso, ja, können wir gerne machen. Ich wollte eigentlich gerade... Da steht dran, die Königin sammelt Bienen. 0 von 10 Bienen sind da momentan. Ah. Ich brauche eine. Ich normal kann, einfach, auch noch da kann ich die einfach hinwerfen oder wahrscheinlich so? Wahrscheinlich schon. Also ich schau's mal. Kann ich die platzieren da so? Ja, habe ich, glaube ich, getan, oder? Ja, 1 von 10, ja. Okay, müssen wir Bienen sammeln vielleicht. Vielleicht macht die das auch von selbst, oder vielleicht kann man selbst welche reinsetzen. Ja. Wir haben immer noch keine Milch. Vielleicht morgen schlafen gehen? Aber kann man jetzt schon? Ich glaube noch nicht. Oder? Weiß ich nicht. Kann man versuchen. Da müssten auch langsam mal die Zwiebeln hier da gut sein bei uns. Ja, und der Apfelbaum auch. Ich freue mich auf den Apfelbaum so sehr. Achso, ich wollte Apfelbaum ist geil. Mal ausprobieren. Und zwar wollte ich das da machen. So, du kommst gar nicht ins Bett, okay. Doch, ich komme ins Bett. Du kommst gar nicht ins Bett. Ich habe nur einen Stuhl hingestellt. In das Bett, was ich ja nicht sehen kann, weil da ein Schrank steht. Na, du wartest bestimmt auf deinen, bis er in dein Bett kommt. Ja, das geht rein technisch nicht. Ich find's cool, wie ich die Melkmaschine in der Hand halte. Das könnte man auch falsch interpretieren. Ich bin auch im Bett. Das kann man eigentlich falsch. Kann schlafen. Ich komm, ja. Harter Tag. Harter Tag war das ja. Leute. Nur am Schuften hier. Tag 5. Warum darfst du eigentlich innen schlafen? Ach so, ich kann auch gerne außen schlafen. Mr. Hundi hat ja ein Geschenk gebracht. Oh, was? Was? Mr. Hundi hat mir Geschenk gebracht? Oh, mir auch. Mr. Hundi! Mr. Hundi, wo bist denn du? Wieso kriegt ihr ein Geschenk von Mr. Hundi? Von wer? Mr. Hundi ist hungrig. Ein Kackhaufen. Hä? Ist auch hungrig. Ich hab noch Hunde. Ist vielleicht in deinem Inventar. Ich sehe jetzt nix so. Ich auch nicht. Ja, doch, ist vielleicht wirklich nur ein Kackhäufchen. Ein Geschenk. Mr. Hundi ist fröhlich, ja. Ich hab Milch bekommen von der einen Kuh. Ach, hier liegt das. Kapuzen hier auf dem silbernen Ding. Ach so. Ich weiß nicht, meins war das mittlere, glaube ich, ne? Oder? Ein Kapuzenpullover. Guck mal, wir haben, meins einer von uns hat ein Doppelbett meins bekommen. Meins war das mittlere, glaube ich. Wie? Doppelbett? Achso. Doppelbett. Oh. Wir haben ein Doppelbett bekommen. Ich habe nichts bekommen. Warum? Mein Hund bringt mir keine Sachen. Was soll das denn? Ist halt nicht so. Ich habe meins hier hingestellt. Ich tausche mal kurz das Bett aus, ne? Weil ich habe mich vergessen, ihn gestern zu streicheln. Ja. Das kann natürlich sein. Streicheln ist wichtig. Verdammt. Wo kann ich das jetzt umziehen? Bei Charakter Designer? Guck mal, jetzt haben wir ein Bett hier der allergrößten Güte hier. Schaut mal an, das Prachtding. Ich verstehe nicht, Ahnung, wie man... Also ich hab jetzt Milch bekommen von der einen Kuh. Ich guck mal gerade, kann man die verkaufen? Kann man die verkaufen oder kann man damit Kuchen backen? Ich mach mal das Bett mal Kuchen. Kurz dahin, ne? Ja, Kuchen. Wir machen Kuchen davon. Ja, dann können wir alle einladen, Anitza und live und so. Nein. Außer, okay, alle außer Farm-Fan, okay? Ja, okay, die muss draußen bleiben. Das ist Mobbing. Nein, das ist ehrlich. Oh, Milch verkaufen bringt 140. Ah, ganz geil eigentlich. So, platzieren und sell. Platzieren und sell. Dafür hole ich gerade mal Trogfutter und mache den einen Trog wieder mal voll. Boah, ich muss gleich wieder neu kaufen. Man schätzt das total falsch ein, das sieht so mega klein aus, aber trotzdem braucht man so viele Blöcke dafür, ne? Das stimmt. So. Jetzt gehe ich nämlich gleich mal los und suche ein paar Bienen für unseren hier Bienenstock. Ja. Oder allgemein Insekten halt. So, das war glaube ich alles dann, ne? Ah, nein. Wieso hat die andere Kuh mir keine Milch gegeben? Frechheit. Aha. Oh, die Bienenkönigin sammelt aber auch von sich aus jeden Tag eine Biene scheinbar. Ist nämlich eine neue drin. Du hast nur eine reingetan, ne? Ja, nur eine. Ja, dann so, kann man ich das jetzt beschleunigen. Mal irgendwas anderes Tolles kaufen. Was kaufe ich uns denn jetzt mal hier? Oh, und ich glaube, man könnte unsere Zwiebeln hier ernten, oder was meinst du, Lori? Ja, sind die fertig? Also für mich sehen die fertig aus, oder? Oh, ich guck gleich mal, warte. Da steht Ernten dran, stimmt. Oh, ja. Schweinschild. Ah, Zwiebeln. Gut.
Haben sich die Zwiebelsamen gelohnt? Schwein? Ah, die rote Beete oder was da hier war, ist nicht fertig. Sehr schön. So langsam rollt der Rubel hier. Ja. Was? 10.000 kostet ein Schaf? Teure Schafe. 10.000 ein Schaf? Schafe sind scheinbar echt teuer, ja. Ich wollte jetzt einfach ein Schaf mitbringen für uns, so. Leg uns mal Kacke ins Regal. Wow. Alles klar. Aber ich habe uns ein Schafschild mitgebracht. Vielleicht können wir da schon mal irgendwie die Scheune bauen. Oder ich weiß nicht genau, wofür das da ist. Aber ich schaue einfach mal, was das hier genau macht. 10.000. Ich habe gerade mal jetzt 3.500 insgesamt. Also wir müssen da ordentlich Kohle scheffeln. Weiß einer nicht wie. Das Bett kann ich wieder mitnehmen. Ja, das gilt es herauszufinden. Der Apfelbaum geht auch schon gut voran. So, unser Regal ist voll mit meinem Stuff. Sehr gut. Ich werde mal hier... Ja, und was macht das jetzt hier? Ich gehe, glaube ich, nochmal eine Runde drehen nach Insekten. Was habe ich denn jetzt getan hier? Ich habe ein Schafschild aufgestellt. Das war's, oder wie? Hä? Verstehe nicht. Was soll man da stehen? Na, Sherlock? Es geht. Kann man so einen City-Roller für die Stadt kaufen oder so? Ich fühle mich mal so langsam. Ja, ne? Es geht eigentlich, weil die Stadt ist jetzt nicht so groß. Also man kommt ja relativ schnell überall hin, finde ich. Und die Ziele wurden geerntet. Ja, aber mir fehlt so die Sprint-Taste irgendwie. Ja, ja. Kommt bestimmt per Update irgendwann. Oh. Wobei so ein Roller echt cool wäre, oder so ein Segway. Oh ja, natürlich auch nicht. Mhm. Wir müssen die Folge wieder beenden, Leute. Schon wieder vorbei. Oh mein Gott. Wir überlegen mal, wir machen, glaube ich, noch eine Folge. Wir gucken, ob wir noch eine Folge machen. Und dann sehen wir uns wieder und planen mal wieder ein bisschen was. Bis dann, Leute. Haut da einen schönen Tag raus, wollte ich sagen. Ja, haut da einen schönen Tag raus. Bis dann. Genau so. Tschüss. Tschüss.